Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video. Wir möchten euch darin einen neuen Bug vorstellen, und zwar die fliegende Kiste. Ja, das Topic ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Ihr müsst einfach die beiden untersten Kisten eines Kistenstapels, einer Kistenpyramide zerstören. Dann schwebt die oberste Kiste ganz einfach in der Luft. Da die lieben N64-Entwickler bei Nintendo natürlich damals das Ganze noch nicht so optimal programmieren konnten mit Schwerkrafteinfluss und was weiß ich für Dinge, die da in Half-Life 2 oder anderen Spielen vorkommen. Ja gut, wir sind hier im Gerudo-Tal unterwegs, ihr seht es selbst, und versuchen zuerst mal in den Bereich zu kommen, der normalerweise für den jungen Link gesperrt ist. Also über den Zimmer. Dazu habt ihr prinzipiell vier Möglichkeiten, vielleicht findet noch jemand eine fünfte, kann ja sein. Diese wären: ihr könntet das Gerudo-Tal vom Geistertempel aus betreten, also durch die Gespensterwüste und die Festung laufen und dann halt eben ins Gerudo-Tal kommen. Ist ein bisschen umständlich. Die Bombshell-Levitation, die hier Triforce Knight gerade durchzieht, ist okay, wer sie beherrscht, aber hat natürlich den Nachteil, dass sie extrem viele Bombschuhe kostet. Und die wachsen ja bekanntlich auch nicht gerade auf Bäumen. Dann gäbe es da noch den Koko-Jump, der allerdings extrem schwer ist und wahrscheinlich nur von Speedrunnern richtig ausgeführt werden kann. Und den Double-Ground-Jump, eigentlich die einfachste Methode, ziemlich kostengünstig, verbraucht nur eine Bombe. Kann man in einer halben Minute ausführen, geht also auch schneller als die Variante jetzt hier, braucht allerdings etwas Training. Also eine halbe Stunde Training solltet ihr schon einplanen. Aber ihr könnt ja auf der anderen Seite von dem Zaun auch noch jede Menge andere coole Sachen machen. Zum Beispiel euch die Eispfeile als Kind holen oder das 37. Herzteil. Und wenn man das berücksichtigt, dann lohnt sich der Aufwand wahrscheinlich. Und der Bug ist eigentlich nur so ein kleiner Bug, den ihr mal spaßeshalber nebenbei bei dieser Aktion mitmachen könnt. Ja gut, wir sind jetzt auch schon mittlerweile auf der anderen Seite des Gerudo-Tals angelangt. Ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle: wenn ihr keinen Gerudo-Pass habt, dann werden euch die Wachen wahrscheinlich sofort ergreifen und wieder schön runter in den eiskalten Fluss schmeißen. Das wäre natürlich schade, weil dann eure ganze Arbeit, Mühe umsonst war. Und deshalb entweder ihr macht die ganze Sache mit Gerudo-Pass gegen Ende des Spiels oder ihr seid ganz einfach vorsichtig und lasst euch nicht fallen. Ja. Wir haben jetzt mittlerweile auch schon die Kisten zerstört und ihr seht, die oberste Kiste fliegt in der Luft. Ihr könnt sogar durch sie hindurch sehen. Jep, das wär's auch schon mit dem Bug. Wie gesagt, lustig, aber vollkommen sinnlos. Also ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.